Nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bis in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Fuß, dann sing nee, 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 nee. Ich kann heute nicht zur Schule gehen. Wieso nicht, Henry? Bitte befreien Sie Henry heute vom Unterricht, denn er hat die Beulenpest und Hausaufgaben könnten tödlich sein. Diese Entschuldigung unterschreibe ich ganz bestimmt nicht. Ich habe eine, dass ich mein Gedächtnis verloren habe. Ha, die hier ist gut. Henry kann heute nicht zur Schule gehen, weil er gestern von einem Werwolf gebissen wurde. Werwolf hast du falsch geschrieben. Henry, gibt es einen Grund, warum du heute nicht zur Schule gehen willst? Henry hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sollen ein Plakat für das Schuljubiläum malen. Schau, das ist meins. Oh, das ist wirklich sehr schön, Peter. Henry, Hausaufgaben sofort! Also, am Ende der Stunde werde ich eure Plakate einsammeln. Das Siegerplakat wird morgen Abend bei der Kostümparty bekannt gegeben. Und was gibt's als Preis? Gar nichts. Man kann nichts gewinnen? Manche Dinge macht man für die Ehre, Henry. Die Ehre, unsere Schule besuchen zu dürfen. Ha, diese Schule ist eher wie ein Gefängnis. Gut, Kinder, bitte rollt eure Plakate zusammen. Laura und Susi sammeln sie ein. So, ich bin fertig. Was? Echt fies. Ehrlich? Oh. Ach, danke, Henry. Das wird Frau Streitaxt echt gefallen. Gib es mir zurück. Ha, sonst noch was? Ja, sonst noch was. Ich danke euch. Und jetzt bringt sie mit Frau Lieblich in Frau Sonderlichs Büro. Ja, Frau Streitaxt. Puh, das war knapp. Frau Streitaxt wäre ausgeflippt. Ja, stattdessen wird jetzt Frau Sonderlich ausflippen. Oh je, du hast recht. Als was gehst du denn, Alf? Oh, als Ballerina? Ja, Was meinst du, wird Frau Sonderlich machen? Keine Ahnung. Wir wissen nicht mal, wo die Plakate sind. Wir haben ja noch Zeit, es rauszufinden. Zeit, um was rauszufinden? Wo die Plakate sind. Bert! Oh, tut mir leid. Haha, dir wird es leid tun, Henry. Ja, leid tun, Henry. Verschwinde, Laura, wir brauchen dich nicht. Ich denke schon. Ach ja, und wie kommst du darauf? Weil ich weiß, wo die Plakate sind. Und ich habe einen Plan. Sie hat vielleicht recht. Na schön, Laura. Was für ein Plan? Ja, was für einen? Ach, sei still, Susi. Das ist Frauenarbeit. Also passt auf. Die Plakate werden morgen Abend bei der Kostümparty aus dem Safe geholt, damit sie einen Sieger bestimmen können. Da schlagen wir zu. Und wir werden Helfer brauchen. Ich hoffe, die Party dauert nicht zu lange. Coole Verkleidung, Henry. Du
kommst zu spät. Peter musste sich 5-mal umziehen. Alle sind auf Position. Es sind sehr viele gekommen, nicht wahr? Martin ist in Alarmbereitschaft und Bert ist bereit. Schnell! Ist dir sehr heiß in dem Kostüm? Keine Ahnung. Los, komm! Reizendes Kostüm, Laura. Danke, Frau Sonderlich. Das war babyleicht. Es geht los. Tolle Party. Ja, und der Punsch ist so lecker. Super lecker. Luftballons! Verschwindet, ihr Hüpfdohlen! Die gehören mir! Okay, das müsste reichen. Frau Sonderlich, schnell! Jonathan hat gesagt, da ist jemand im Physiklagerraum. Das ist unmöglich. Der Raum ist immer verschlossen. Ja, das hat er auch gesagt, aber... Oh, sehen Sie mal! Ach du meine Güte! Was ist denn da los? Das war das Zeichen. Los! Oh, Frau Sonderlich. Ich glaube, hier drin ist jemand. Hallo? Hier spricht Frau Sonderlich. Ist da jemand drin? Ich habe einen Schrei gehört und dann einen Knall. Ich bin sicher, dass es von da drin kam. Such Frau Streitaxt. Sie soll den Schlüssel aus meinem Büro holen. Ja, mache ich. Soll ich Ihnen die Plakate abnehmen? Nein, ich stelle sie ins Klassenzimmer. Beeil dich! In Ordnung. Seltsam. Der Schlüssel liegt sonst immer hier. Sehen Sie mal, ein Schlüssel. Ist er das vielleicht? Aha. Wenn Sie in den Lagerraum gehen, können wir uns rausschleichen. Noch nicht. Wir brauchen noch was anderes. Was ist los? Was ist das? Henrys Plakat. Der Plan hat funktioniert. Wir haben es wieder. Jetzt soll ich es eigentlich zerstören. Du sollst es zerstören? Hab ich doch gesagt. Aber wenn Henry meint, ich mache, was er sagt, dass ich machen soll, ist er leider auf dem Holzweg. Ja. Ist er was? Der Knall, den du gehört hast, kam bestimmt von der Party, Jonathan. Oh, tut mir leid, Frau Sonderlich. Ich verstehe trotzdem nicht, woher das ganze Wasser kam. Wir haben's geschafft! Frau Sonderlich und ich haben uns eure Plakate angesehen. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Oh, Frau Sonderlich, im Gang habe ich noch ein Plakat gefunden. Es wäre doch echt unfair, wenn es nicht auch bewertet wird. Oh, danke, Laura. Es ist Henrys. Oh nein, sie hat dich reingelegt, Henry. Genau wie du gesagt hast. Henry, kommst du bitte mal zu mir? Nun, Henry,
wir haben beschlossen, dass dein Plakat von allen gewonnen hat. Gratuliere, junger Mann. Aber das ist mein Plakat. Ich wurde hinters Licht geführt. Du wurdest was? Ach.